Jetzt folgt Nature Guard. Ja, wir sind das Team Nature Guard. Das ist Rico, das ist Torge, das ist Jon und ich bin John. Also, in unserem Projekt ging es darum, dass wir etwas dafür tun wollten, Leute dafür zu belohnen, für den Schutz der Umwelt zu sorgen. In der App geht es darum, dass man Bilder davon hochlädt, wie man zum Beispiel Müll entsorgt. Und diese Bilder werden dann von anderen Usern quasi bewertet. Da wird geguckt, ob es wahr ist oder nicht. Es gibt ein Ranglistensystem, damit die halt quasi einen Ansporn haben, mehr zu tun. Ja. Ja, die Aufgaben geben halt einzelne Punkte, damit man zum Beispiel, wenn man mehr Aufgaben macht, schneller höher kommt auf der Rangliste. Die App ist für Android, nur für Android, in Java programmiert, in Android Studio. Und die Nutzerdaten werden in einer Datenbank in MySQL gespeichert, zum Beispiel Username, User-ID, E-Mail-Adresse, Punkte und Passwort. Die Fotos, die man hochlädt, werden 2 Wochen lang gespeichert und danach gelöscht, weil das sonst halt Riesendatenmüll wird und ja. Jon und ich erzählen was über das Mockup, das wir entwickelt haben. Also zuerst was zu den Aufgaben. Wir haben es so gemacht, dass man pro Tag 3 Aufgaben gestellt bekommt. In der Aufgabe steht sowas wie entsorge Müll an einem Strand oder kaufe Bio anstatt normale Produkte oder halt die, wie heißt das? Leitprodukte, genau. Man bekommt für jede Aufgabe verschiedene Punkte. Also zum Beispiel für eine Aufgabe, die sehr klein ist, kriegt man nur 5 Punkte und für eine andere, die sehr groß ist, zum Beispiel 15. Das, was man getan hat, zeigt man anhand eines Fotos, das man aufnimmt, und andere Nutzer können das dann bewerten. Man kann ungefähr 10 Bewertungen pro Tag oder sowas machen und man kann eine positive oder eine negative Bewertung abgeben, das heißt entweder das X oder das Häkchen. Bei dem X zeigt man sozusagen, dass das Bild ein nicht reales Bild ist, dass man zum Beispiel bei der Aufgabe, dass man Müll sammeln sollte, einfach nur einen Baum fotografiert hat, was überhaupt nicht der Aufgabe entspricht und dadurch einfach nicht gepunktet werden sollte. Und das Häkchen zeigt halt, dass man die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen hat. Ja, also als Ansporn für die Nutzer, um die zum Umweltschutz halt zu animieren, gibt es halt die genannte Rangliste. Und je nachdem, wie viele Punkte der Nutzer dann halt gesammelt hat, hat er einen höheren oder niedrigeren Rang dort und ist auch von anderen Nutzern dort sichtbar. Und ja, man kann auch die weiteren Daten neben dem Platz in der Rangliste auf dem eigenen Profil dann erkennen. Und da steht dann beispielsweise, wie viele Punkte man hat insgesamt oder welchen Platz man im Ranking, wie gesagt, schon einnimmt. Außerdem können auch ausgeführte Aufgaben, also ist auch die Anzahl der ausgeführten Aufgaben abrufbar. Und man kann auch sehen, wie viele Aufgaben man bewertet hat. Sowie die letzten Aufgaben, die man getätigt hat. Im Übrigen gibt es noch GPS-Tracking, heißt, man lädt ein Bild hoch von einem Baum, wo ein Müllsack stand, man hat ihn weggeworfen und wenn man irgendwie auf dem Meer ist, da gibt es keine Bäume, ist das auch falsch und ja. Ja, wir wollten uns noch an unsere Mentoren bedanken, Micha, Lukas und Stefan. Achso, das bringst du noch schnell das Mikro zurück. Wir machen weiter. Dankeschön. Mit Speechcraft, richtig? Speakcraft. Speak. Ja. Ja, danke. Entschuldigung. Speakcraft. Wie viele
Wie viele Punkte kann ich bei euch maximal sammeln? Pro Tag oder pro insgesamt so? Ach so, alleine? Insgesamt. Sehr, sehr groß. Ich glaube, so groß wie ein Integer ist. Kann ich das Projekt, was wir davor hatten, kann man das in eure Software, könnte man das in eure Software integrieren, so dass ich praktisch mir aussuchen könnte, dass ich alle Metadaten entfernen möchte und nur die GPS-Daten drinnen lassen kann? Das könnte man bestimmt tun. Kannst du es auch alleine machen? Aber undefined ist halt kein Ort, das kommt dann irgendwie komisch, das müsste man dann mal gucken. Okay. Gibt's den Code und die Mockups auch auf GitHub? Ja. Okay, und bestimmt unter dem Jugendhakt-Account findet man auch euer Repo. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Nature Guard.